So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch vorbereitet und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Diesmal komische Beleuchtung, was ist da los? Ich sitze hier am Abend. Normalerweise screene ich das ja immer frühs ab, nach dem Aufstehen, nehme das dann mittags auf. Ich werde das dann hier exportieren, hochladen, verarbeiten, alles, damit das 15 Uhr immer rauskommt. Aber aktuell durch den Umzug, durch das ganze Hin und Her, den Stress, es ist so warm alles, nehme ich mir die Zeit jetzt, wo Jonas und Pupsi im Bett sind. Das Muttertier da hinten in der Ecke rumwuselt, am Handy irgendwas macht, das abends aufzunehmen, Mittwochabend, dann Wrestling gucken, dann ins Bett, dann wieder aufrüsten, dann hin und her und alles. Und dann habt ihr das bestimmt 15 Uhr bei euch im Kasten. C-Day habe ich auch schon aufgenommen gerade, hat ja wieder mal perfekt gepasst, das so abzustimmen. Und dann habt ihr das C-Day-Video 10 Uhr, 15 Uhr Raid am Mittwoch und abends dann wieder eine Premiere. So, jetzt aber die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Kaiser Kai, der ist Glücksfreund geworden mit dem Habanero Lime Account. Also das bin ich, ne? Wer es immer noch nicht weiß, ich bin der Habanero Lime. Dann danke nochmal an Blood and Tears, an Sarina für das Ticket. Was ist das überhaupt für ein Ticket? Ja, das Ticket hier, wo man diese Flügel bekommen hat und die 4 Raid-Pässe zum letzten Event. Ja, da gab es ja dieses Ticket. Das finde ich gut, denn ich sammle momentan ja Pässe für das Go-Fest in Gera dann, um dort richtig abzugehen. Dandro hat hier nach dem 8. Raid ein 100% Koblosio bekommen. Das Ding ist ja nicht bei uns erhältlich, das ist ja nur da woanders erhältlich. Da müsstet ihr immer fernreden. Ich habe einen gemacht für den Pokédex-Eintrag, dann war's das. Andere sagen, das ist doch der Megascot, guckt ihr es doch an. 100% nimmt man auf jeden Fall mit, egal was es ist, gerade bei Ultrabestien oder Legendären. Dann Dulli Squad, gar nicht mitbekommen, was da aus dem Ei kam. 100% Shiny Schlurp aus dem Ei gebrütet. Das ist eigentlich ein Ding für Schocker der Woche. Weil das halt wirklich komplett Zufall ist. NetGhost, Ramses, heute Bus mit Schaf dran, ja. Spice up your life. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Ich glaube, die Nudeln habe ich noch nie probiert. Gibt es aber, glaube ich, im Rewe. Ganz normal. Sind auch nicht so teuer. Muss ich mal gucken, weil der Bus sieht auf jeden Fall richtig genial aus. Koreas Nudel Number One Shin Ram Yun. Also super genialer Bus. Wenn ich Bus hätte, dann wäre das mein Bus. Pizza. Dieses Pandir wurde am 28.05. in der Nähe von Braunschweig gefangen. 100% Pandir. Auch was ich auf meinem Main-Account nie hatte. Pandir in 100%, aber ist auf jeden Fall auch ein richtig cooles Pokémon. Monolog, Glücksfreund geworden. Haben dann auch nochmal hier Vinicro Miro Trade gemacht. Ist leider nach hinten losgegangen. Bei ihm war es 12, 12, 15. Bei mir war es 15, 12, 12. Also nicht der Rede wert. Tobi God King Tidon. Ich schicke dir mal wieder ein paar Screens für Raider Mittwoch. Das Paragoni hatte ich noch nicht in Shiny. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Finde es auch echt cool in Shiny. Der Geist, der Baum, der Striezel, das seht ihr ja ab Soll. Ist ja eigentlich auch geboostet. Ist rot, war damals was Besonderes. Mittlerweile freut man sich über Paragoni. Aus dem Ei bekommen, 100% Kusilla. Dann das erste 100er Fleckmon auch noch hinterher. Immer noch der God King Tidon. Sneebel erlöst zum 100%. Voltoball 100%. Regirock in Shiny, das einzige, was er da hat. Onyx Shiny ist ja auch Shiny geboostet. Suicune Crypto Raids. Die Zeit ist auch vorbei. Am 1. Juni gibt es dann wieder Raikou. Von Suicune habe ich 2 Shiny bekommen. Sind zwar nicht gut, aber egal. Ich habe keins zum Beispiel. Ich habe nur ein Krypto-Suicune-Raid gemacht, sonst gar nichts. Ein Suicune habe ich zum 100er erlöst, war ein 87er und wollte ein 100er erlöstes haben. Hat er jetzt gemacht, also 21,30. Das 96er Krypto bleibt so, das Erlös ist nicht. Macht man ja eigentlich nichts mit, aber wenn es das Beste ist, warum nicht? Einfach aufheben. Genaya ist ein Aquaner geworden. Hat hier einen Shiny Evoli, hat den Beweis mitgeliefert, dass es zu Aquana wurde. Hat noch einen Nuller Kastatur in Krypto mitgenommen und neue Rüstungs-Mew gefangen, gezeigt, gebuddisiert, wie auch immer. Sören will mich mal wieder melden. Die letzten Wochen waren schwierig und anstrengend. An der Arbeit läuft es gar nicht. Dann gehst zum Abend hin ins Spiel und fängst direkt ein 100er. Sören, Kopf hoch, die 100er werden gehen. Die Arbeit wird wieder laufen, da glaube ich fest dran. Den Tacher 100% und dann hat er gleich geschickt, Mensch, ärgere dich nicht, mal anders.
Muss ich sagen, das sieht gut aus. Mit Bierkästen, einer Platte. Jeder hat 4 Bier, in verschiedenen Farben. Auf Bieruntersetzern, Deckeln, da rumlaufen. Und wie ist das? Wenn du einen kickst, dann ist das ja wie anstoßen und dann trinken die. Wenn ich dich rauskick, dann trinken wir beide, weil der, oder nee, der gekickt wird und ins Haus zurück muss, muss die Flasche ächzen und sie dir neu. Ich kenne die Spielregeln nicht, aber ich stelle mir das als super geniales Trinkspiel eigentlich ganz lustig vor auch. Alexander Ahringer, endlich ein 100er Olini gebrütet in Pokémon Go, wo auch sonst. Kaiser Kai, beide erlöst, das Suicune ist zwar etwas älter, aber habe ich jetzt erst erlöst. 100% Knackleon und Suicune auch erlöst. Suicune mit Wetterbrust, das andere hatte ja nur 21,30. So, dann haben wir hier noch Dratini, Flunkiefer, Zobiris, alles Shinies. Bei denen konnte ich auch ein Suicune. Der Cutter, also sein kleiner Account, bei dem konnte ich auch einen Suicune zum 100er lösen, auf meinem dritten Account übrigens auch, aber das lasse ich weg. Darf nämlich keiner wissen, wie der heißt. Ich wusste gar nicht, dass er 3 Accounts hat, jetzt weiß ich's. Suicune hat es auch erlöst, 23,44 und hier Alabafloss 100%. Dann noch Shinies mit Leuveo, Absol, Kastatur, Flabebe und Rosana. Blood and Tears hat wieder mal eine ganze Flut an Shinies und 100ern. Wir haben jetzt Sneeble, Shiny. 100% Krypto, Traunfugil, das ist cool. Zubiris Shiny, Gladiantri Shiny, 100er Molimorba. Ich muss die Namen überlegen, weil meine Augen, ich kann nicht lesen, was da steht. Smogon Shiny, 100% Terry Bark, Bisbark. Man kann ja mal so draufdrücken und dann sehen, ah, Terry Park war sogar richtig, siehst du, dann 100% Mauzi, Shiny Kleinstein, Shiny Kastatur, Shiny Krypto Suicune, Shiny Slimer, Shiny Natu, Shiny Skorkler, Shiny Skungapu, Shiny Tentacha, 100% Gruff und nochmal Shiny Zobiris. Nachtrag, danke, ohne dich hätte ich die Rills echt verpennt. Was ist ein RLS Rampenlichtstunde? Ohne mich hätte sie die Rampenlichtstunde echt verpennt, zack. Ach genau, ich habe in der Rampenlichtstunde nämlich meinen täglichen Raid gemacht, sie hat da mitgemacht. Und neben der Arena saß dann ein Gastella in der Rampenlichtstunde und das war Shiny und so hat sie das neue Gastella Shiny auch mitbekommen. Selal, der hat mal nicht so viele witzige Bilder geschickt wie sonst, aber gezeigt, im Duo Koblosio 190 Sekunden Restzeit, 119. Ich dachte, der ist schwieriger als Muramura. Aber 119 Sekunden Restzeit, bei Muramura im Duo nur 85 Sekunden Restzeit. Das ist aber wieder ein Unterschied natürlich, was der Boss für Attacken hat. Hier auch Mega Tauboss im Duo, 199 Sekunden Restzeit, alles mitgeliefert. Die 100% Nasknet im Glückstausch, Ferkuli, Glücks 100er mitgenommen, Selal, Smogon und das war's schon. Denn dann kommen wir schon wieder zum Benjamin. Den neuen auch im Duo geschafft, Duo Muramura, 167 Sekunden. Dann, wenn der Gegner Bodycheck Dampfwalze hat, Wetterboost durch Protokyokre, 17 Sekunden Restzeit, das sieht schon ganz anders aus, das muss mal der schwerste sein. Jetzt Bodycheck Lichtkanone, im Duo mit Wasser geschafft, wieder Wetterboost durch Protokyokre, 31 Sekunden. Und dann hat auch wieder ein Shiny Kleinstein mitgenommen, also Kleinstein mag mich irgendwie. Böden ehe Woche, das nächste Shiny. Binnen einer Woche, das nächste. Nassim hat ja auch einen unteren Tütox noch mitgenommen in Shiny. Henry, dritte Feldforschung bekommen, das neue Gastella Shiny. Endlich für die Sammlung. Henry mit dem Krypto-Hunduster, 100%. Das gebe es da noch zu, unserer Tütox, 100%. Fleckmon. Und die zwei Shinies gab es am Rauchtag. Fleckmon und Kastatur aus dem Rauch, aus dem Abenteuerrauch natürlich. Cumulus, Chanera, Shiny, Ratütox, Shiny, Algit, Shiny, Suicune, 100% erlöst beim Lennart, Lenzard, aber auch nicht, weil, jawohl, nun habe ich am Main wieder genauso viele wie auf Baumliebe, also doch am Main, passt, 100%, 21,30. Wenn ihr das Schnarchen hört, schreibt es in die Kommentare, da war gerade ein kleines Krrrr zu hören, aber da ist sie jetzt gerade schrocken wieder aufgewacht. Lenzard, Go++, Radfratz und Geplusselt, Zubat, 100%. Dann noch Laura, Feuerwehrfrau, hier Shiny Kastatur und 100%. Mamo, Lita, Balukrad, nix. Mal gucken, vielleicht reichen die, was weiß ich, wann ein. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall noch den Schocker der Woche.
Der hat's in sich. Und der Schocker der Woche kommt diesmal nicht von Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern Tobi God King Tidon. Der hat doch vorhin gezeigt, er hat zwei Krypto-Shinies, er hat ein 96er Krypto, er hat ein Krypto 487er zu dem 100er erlöst, warum nicht? Und jetzt guckt ihr das an. So, und jetzt kommt was für den Schocker der Woche. Hatte ja letzten Monat Entei in Krypto 100 und 1 in 100 Shiny erlöst und so weiter. Ich würde mal sagen, doppelt hält besser. Vielleicht reicht das ja zum Schocker der Woche. Wünsche dir noch einen schönen Abend und alles Gute für den kleinen Jonas. Feiert schön. Er hat dir 2 hundertprozentige Krypto-Suikun mitgenommen. Er erlöst sich ein 100er und hat 2 100er Kryptos auf der Hand. Und ich habe die beide nochmal einzeln. 12.05. Mülheim an der Ruhr und dann 25.05. Mülheim an der Ruhr. Das ist fett. Also die würde ich bei... Oh, hätte ich meinen Main und ich hätte das, ich hätte beide auf 50 gezogen und wäre komplett ausgerastet. Aber habe ich ja nicht. Jetzt habe ich sie zurückgemacht. Das dürft ihr doch gar nicht sehen. Guckt euch nochmal einen Adi an. Also das ist der Schocker der Woche für mich und da muss mir jeder zustimmen. Das ist richtig krass, richtig brutal. Bei wie viel Raids wäre noch interessant, aber egal. So, das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramse.